Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zur allerersten Folge Minecraft Leben. Ja, ich bin auf dem Minecraft Leben Server und ja, ich möchte euch heute einfach mal ein bisschen zeigen, wie sich die Stadt so entwickelt hat. Ich möchte euch mein Grundstück zeigen, mein Haus, das ich derzeit offline gebaut habe. Ich möchte euch so ein bisschen rund führen, obwohl ich selbst noch nicht alles so genau weiß, weil ich erst seit gestern eben hier von dem lieben Simon eingeladen wurde. Danke nochmal dafür. Und zwar, so, hier ist übrigens jetzt gar ein Sitzplugin drauf, deswegen kann ich mich hier einfach so mit Rechtsklick hier schön drauf sitzen. Wow. So, also erstmal, wie ihr hier seht, ich habe bereits Diamanten gefunden. Das ist ultra selten. Also Diamanten und Eisen sind total selten. Es gibt kaum Erze. Lapis, Gold, Eisen und Dias sind die seltensten Erze, die es hier gibt. Und ich habe einfach 10 Diamanten gefunden, aber hatte kein Eisen. Dann habe ich irgendwie 2 Stunden lang nach Eisen gesucht. Und ja, ich zeige euch jetzt hier erstmal hier. Das hier ist unser Spawn. Und hier ist dann gleich das Haus vom lieben Simon. Und der hat hier auch so eine geheime. Es ist gesichert, aber ich bin trotzdem reingekommen. So, er hat hier aber eine geheime Verzauberungsbude, die aber jeder benutzen darf. Das heißt, hier darf jeder verzaubern, wie er möchte. So, dann gehen wir da wieder raus. Oh, das hat er hoffentlich nicht gesehen. Haha. So, der liebe Zimbelmann, der hat hier Zombies Haus. Ha. Zombies Haus, ja. Und wenn man hier einfach mal so ein bisschen nach links guckt, dann sieht man hier einfach schon, das hier ist mein Grundstück. Ich habe mir hier so ein kleines mittelalterliches Haus gebaut. Hier habe ich einen schönen Brunnen. Wie ihr seht, mit dem Kessel. Ich habe einen Kessel gebaut. Das ist. Oh, das sehe ich gar noch. Da muss noch Wasser reingefüllt werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und hier ist eben mein schniekes, schönes Haus. So. Gehen wir hier einfach mal rein. Ja, ich habe hier einfach mal so ein kleines Haus gebaut. Ich wollte da jetzt nicht irgendwie was ganz Großes, vor allem ich hatte jetzt auch nicht mehr so viel Platz, weil neben mir ja Nilo und Delay wohnt. Also hier wohnt Nilo. Ihr müsst euch denken, hier zack, zack. Dann bin ich dort schon an der Mauer. Und hier wohnt eben schon Delay und da hatte ich halt nicht so viele Möglichkeiten, hier irgendwie ein mega fettes Haus zu bauen. Das ist sich dann aber hier ganz gut ausgegangen, aber mal schauen, die Wand werde ich wahrscheinlich doch ein bisschen kleiner machen. Und ja, das werde ich dann. Ja, da werde ich noch gucken, wie ich das mache. So, aber was wir jetzt gleich mal als erstes hier machen, und zwar, wir haben ja hier irgendwo einen Eimer. Haben wir irgendwo einen Eimer, genau hier. Und wir haben hier normalerweise auch eine unendliche Wasserquelle. Ne, die ist gar nicht unendlich. Dann nehme ich die hier weg. Die ist unendlich. Die ist nicht. Die ist unendlich, Mann. Wenn ich das sage, ist sie unendlich. So. Und zack. Jetzt haben wir hier oben Wasser. Und hier haben wir dann so einen schönen Brunnen. Und da können wir dann schön kurbeln und kurbeln. Und dann haben wir hier so einen wunderschönen Brunnen. So. Perfekt. Wie gesagt, hier baut Nilo. Hier unten, wenn wir hier nach unten gehen, so, wenn wir hier unten sind, da haben wir hier dann gleich das Grundstück vom lieben Palukos. Hier, wie ihr seht, sind die ganzen Tiere und so weiter, die können wir dann alle schön schälen, wenn wir da was brauchen. Ich hoffe, Palu ist dann nicht so böse dafür, wenn wir uns hier einfach hier irgendwas an Wolle holen. So, wie gesagt, hier baut Palu. Und gleich neben Palukos baut Minus Dude seine schöne Windmühle, die übrigens nur dank mir so schön ist, weil ich habe ihm das die ganze Wolle gegeben. Ich habe ihm alles gefarmt. Er hat mich dazu gezwungen. So, ich stelle die Grafikeinstellungen mal ein bisschen runter.
weil ich ja eben, am besten ich mache den Shader hier jetzt in der Nacht einfach mal aus, damit hier alles schön, damit hier alles schön warm ist quasi. Und ja, die Creeper hier machen übrigens keinen Schaden, also ich lasse hier immer ganz kurz einen explodieren. So, der explodiert, ich bekomme Schaden, aber er macht nichts von der Welt kaputt. Das ist deshalb gut, weil man ja nicht möchte irgendwie, dass irgendwas kaputt wird. Und da wir, glaube ich, auf Hardcore spielen, weil man hier auch verhungern kann und so weiter, ist das echt ein bisschen krass, wenn man da einfach so schnell stirbt. So, wie ihr seht, ich habe schon einen verzauberten Eisenbrustpanzer, den habe ich mir aus meinem tollen Eisen gemacht. Dann habe ich eine Diamantspitzhacke mit Haltbarkeit 1 und Effizienz 1, eine Diamantaxt mit Effizienz 2 und ein Diamantschwert mit Bann. Leider nur mit Bann. Das geht bei dem Enchanten nicht so, dass man das irgendwie wechseln kann. Deswegen dachte ich mir so, ja gut, dann klatsche ich halt Bann drauf. Ist ja kack egal. So, zack, zack, zack. Du stirbst jetzt erstmal. Gut. Ich möchte die Folge ungefähr immer so 10 bis 20 Minuten machen und die sollen auch jeden Tag kommen. Dann kann nämlich Drave jeden zweiten Tag kommen und PvP muss ich dann schauen, wie ich das noch einbringen kann, aber lässt sich sicher bestimmt auch noch einrichten. So. Gut. Das war's eigentlich schon fast. Ich könnte euch noch den Hafen zeigen und die Farmwelt, weil die sieht auch sehr schön aus. Und da finde ich, dass man nicht dann Leute, die hier drin sind, ebenfalls zuspammen sollte mit ich würde auch so gern rein, kannst du da irgendwas sagen und so weiter, weil das ist einfach nicht, denke ich, so gut. Das kommt auch nicht so gut an, wenn man dann sagt so, ja bla bla bla, der hat mich gefragt, der möchte hier rein. Und ich denke mal, dass die Leute dann das lieber lassen sollten und warten, bis sie von alleine eine Einladung bekommen, weil ich habe ja auch nicht nachgefragt. Simon hat mich gefragt, ja, hättest du Lust dabei zu sein? Du hast eine Einladung von mir und so weiter. Und dann, ich meine, natürlich sage ich dann nicht nein. Ist natürlich ein super schönes Projekt, wo man super schön bauen kann. Und ich finde es gut, wirklich. Ich finde es wirklich gut. Und so, Moment. So, hier, zack. Jetzt baue ich mir gleich... Nee, eine Schaufel haben wir sogar. Dann nehmen wir hier gleich die Schaufel. So. Und machen hier ein bisschen Terraforming in der Zeit, wo ich noch ein bisschen erzähle. Ja, ich finde halt einfach auch, dass ganz oft Leute jetzt in die Kommentare extra so verstellte Kommentare schreiben, nur um in das Projekt zu kommen. Ich denke, dass... Das merkt man einfach, wenn man so verstellt quasi einen Kommentar schreibt, weil man dann nicht denkt, das kommt wirklich, weil das kommt nicht von der Person, die einen Kommentar schreiben wollte, weil sie eben das Video gut fand, sondern einfach nur, weil die Person ins Projekt möchte. Deswegen bitte ich euch, wenn ihr auch bei anderen Leuten in die Kommentare schreibt, einfach am besten so wie ihr seid, wie ihr immer kommentiert, einfach so wie vor Leben, einfach ganz normal kommentieren und das sehen die Leute dann auch gerne, das sehen die gerne und nicht, dass dann da irgendwelche Kommentare drin stehen mit Geschleime und ihr seid die allergrößten, allerbesten und das wäre mein allergrößter Wunsch, in dieses Projekt zu kommen. Natürlich freut man sich sehr, wenn man hier mit dabei sein kann. Und
ein Teil quasi der Leben-Community ist, aber trotzdem finde ich, dass man immer noch so ein bisschen realistisch sein muss und hier nicht irgendwie total eskalieren muss, nur um in dieses Projekt zu kommen, weil ich teilweise das Gefühl habe, dass manche echt über Dreistigkeit hin versuchen, in dieses Projekt zu kommen, und das finde ich dann doch schon ein bisschen schade, aber ja, so. So, gut. Ich würde sagen, hier könnten wir auch noch das hier könnten wir auch noch mit Erde auffüllen. Hä? Also mein Internet hat irgendwie immer Probleme, wenn ich aufnehme, aber immer nur, wenn ich aufnehme. Komisch, komisch, komisch. So. Und ja, das wollte ich heute einfach mal gesagt haben, dass das bitte nicht so oft gemacht werden sollte mit dem, ich möchte gerne ins Projekt rein. Die Leute sehen das auf jeden Fall, dass ihr aktiv seid, aber wenn ihr erst eben jetzt aktiv seid, nur damit ihr in das Projekt kommt, ist das nicht, denke ich, sehr, sehr schlau, sage ich mal, ja, sehr schlau. So, gut. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Genau, ich habe hier noch einiges an Erde. Dann packe ich das hier mal weg. Mache das hier mal alles voll Erde hier, weil ich habe hier so einen schönen Brunnen gebaut und ich möchte natürlich, dass das hier alles super, super schön ist. Zack. Zack, 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 zack. Gut. Perfekt. So, die Mauer kann auch noch weg. Boah, ich reiß alles ab hier. Ich reiß alles ab hier. Nichts mehr kommt hier lebend davon. Nichts mehr. Ich muss mir da oben dann noch irgendwas einfallen lassen, dass das schöner aussieht hier mit dem Weg. Weil ich fühle mich hier so total bedrängt, wenn hier direkt daneben die Mauer ist. Deswegen gucke ich einfach mal, was ich da so machen möchte. Ich werde sehr, sehr viel offscreen spielen. Vor allem diese ganzen Farmarbeiten werde ich auf jeden Fall offscreen machen. Ich möchte dann immer so kleine Updates geben und so ein bisschen was in der Folge machen. Und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ich alles so bauen könnte. Weil, also ich habe schon auch sehr viele Ideen, was man bauen könnte, aber immer das so umzusetzen im Survival-Mode ist halt immer das Schwierige. Also ich finde, wenn man was im Survival baut, ist es meistens viel schwieriger umzusetzen als im Kopf, wenn man dann sagt, ja, ich möchte jetzt gern einen Flughafen bauen, ups, ja, dann woher bekommst du denn so schnell die Ressourcen, ja? Deswegen muss man sich das immer sehr, sehr gut überlegen. So, und jetzt füllen wir das alles hier ganz schön mit Erde auf. Das sieht nämlich dann beautiful aus. So, das hier könnten wir auch noch mit Erde auffüllen. Und so, zack, 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 zack. Perfekt. Ach, jetzt kann ich den Shader wieder reinpacken. Hier mache ich mal den Light Shader rein für die Aufnahme. Sieht schon sehr schön aus hier. Sieht echt schon sehr, sehr schön aus. Und hier könnte auch noch ein Erdeblock rein. Jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, wie ich das hier mache. Weil das hier sieht ja nicht so schön aus, wenn das hier einfach so ist. Ich könnte natürlich den Weg generell eins rüber verlegen, aber dann sieht das für das Haus von Delay nicht mehr so schön aus. Aber ich könnte ab hier so eine Abzweigung machen. Das heißt, dass dann hier oben wieder Erde drauf kommt. So, perfekt. So, sind denn jetzt die ganzen Treppen? Ach so, war nur eine, okay. Und zwar ab hier dann so. Das heißt, dass dann hier die komplette Erde hinkommt. Weil dann sieht das irgendwie schöner und abgeschlossener aus. Und dann irgendwie hier noch so. Wenn dann der Erde drüber wächst, sieht das Ganze ja auch noch schöner aus. So, dann könnte man hier noch eins herpacken. Und jetzt habe ich keine Schaufel mehr. Geil! So. Und dann mache ich das jetzt einfach mal so hier hin. Ich denke, dass das ganz gut passt, wenn ich das so mache.
Ich hoffe, dass Delay das nicht zu sehr stört. Aber jetzt ist dann wenigstens sein Weg schön und mein Weg auch. So. Könnte er noch das hier machen. Und sieht das wenigstens so ein bisschen. Er hat es gerade zu seinem Haus und man kann hier dann wenigstens noch schön vorbeigehen. Dann sollte man vielleicht die hier nehmen und eventuell auf hier hinstellen. So, wo ist die Fackel jetzt hier? Perfekt. Ich mache den Shader an und es wird wieder Nacht. Claro. So. Gut, erstmal hier ganz schön was essen. Lecker, lecker. So. Hier an der Seite können wir das auch noch ein bisschen verschönern. Hier mit zack, zack, zack. Ja. Ich denke, das sieht gut aus. Ich finde das ehrlich gesagt schön. Gut, hier an der Seite könnte ich dann noch irgendwie noch was Schöneres hinpacken, weil das sieht jetzt nicht unbedingt sehr appetitlich aus, aber... aber mal schauen. Ja, gut. Leute, ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge und von der ersten Folge Minecraft Leben. Wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr einen Daumen nach oben freuen und schreibt mir in die Kommentare, was ich so bauen kann. Ich mache jetzt hier noch bei den Shader rein, weil es so schön aussieht. Ja, weil es einfach nur so schön aussieht. Ich würde sagen, Leute, macht's gut, haut rein und ciao.